I was saving that for someone. Den wollte ich für jemanden aufheben. Pity. You know this is how it has to be. Ein Jammer. Er stellt die Brandyflasche vorsichtig wieder auf den Tisch, bevor er an dein Bett tritt. Er sitzt sich neben dich auf die Bettkante. Du weißt, dass es keinen anderen Weg gibt. Seine Worte fließen frei, ohne jeden Zweifel. Er zieht ein langes, krummes Messer aus seinem Gürtel, beschmiert mit frischem Blut. Mit seiner linken Hand hält er sanft deinen Brustkorb nach unten, während er mit der rechten das Messer hebt. Die Spitze babbelt über deinem Herzen. Prove it. Beweise es. Taus lässt das Messer zwischen deine Rippen gleiten und drückt es fest hinein. Gewebelagen werden mit brüchiger papierner Steife durchtrennt. Blut steigt rund um die Klinge nach oben. Ein impulsartiger Reflex sorgt dafür, dass du dein Glas auf den Boden fallen lässt und du es zerspringen hörst. Mit deiner letzten Stärke nimmst du seine Messerhand in deine beiden Hände, während dein Verstand von einer einzigen strahlenden Frage bestimmt ist. Für einen Augenblick steht zu deiner großen Überraschung der Weg zu seinem Verstand offen, ungestützt, und die Antwort kommt einfach verheerend in ihrer Neuordnung deiner Gedanken. Als Web fühlst du dich, als hättest du eine Antwort nach der anderen dein ganzes Leben lang gesucht, als hättest du eine Antwort, nach der du dein ganzes Leben lang gesucht hast, doch in deinem eigenen Verstand liegt ihre Einsicht für dich so nah und doch so fern unerreichbar. Du blickst Taos mit weit aufgerissenen Augen an, als würdest du das erste Mal überhaupt etwas sehen, und machst deinen letzten Atemzug, während sich eine schwarze, samtige Dunkelheit über dich legt. Smoke rises above the city walls in billowing plumes that blacken the sky like a storm. Behind the walls, the riots rage on. Known patrons of Enomancy are forced into hiding as looters ransack their estates and make off with their possessions. Enomancers are torn away from their families and dragged from their homes to be stoned to death in the streets. Word had spread immediately that Duke Avar had been assassinated and that an Enomancer was to blame. The city wasted little time in exacting revenge and little effort into evaluating guilt. In the center of it all, Brackenberry Sanitarium burned. And down the lane, Hodred House, the last bastion of stability in the Deerwood, had fallen silent. Now safely outside the city gate, your path points eastward to Twin Elms, where Theos is bound, for reasons that remain mysterious as the Leaden Key itself. Du hast das Stadttor hinter dir gelassen und bist vorerst in Sicherheit. Dein Pfad führt dich ostwärts nach Zwillingsulm. Taos ist an diesem Ort gebunden, aus Gründen, die so geheimnisvoll sind wie der kleine Schlüssel selbst. Ja, das meiste müsst ihr wahrscheinlich selber wieder lesen, weil ich kann hier nicht scrollen. Wenn ich auf Wiederholung klippe, dann kommt auch die Stimme wieder. Das ist dann doof. Also erledigt. So, das heißt, wir fliehen jetzt durch das Osttor, also durch das Osttor. Nordtor bringt ja nichts, die Brücke ist eingestürzt. Einsiedler von Haus Hardred. Der Duke wurde ermordet und auf den Straßen in Tutsburg herrscht Panik. Lady Web könnte die einzige Person sein, die wieder für Ordnung sorgen kann. Ich muss mich zum Haus Hardred begeben und ihr erzählen, was passiert ist. Lady Web wurde von Taos in ihrem eigenen Bett ermordet, doch zuvor konnte sie in Erfahrung bringen, wohin er unterwegs war. Sie hat mir einen großen Dienst erwiesen und ich vermute, sie war sich dessen sehr bewusst. Flüchtiger Mörder. Taos hat den Duke und Fürstin Web getötet und Tutsburg ins Chaos gestürzt. Fürstin Web sah aber, wohin er als nächstes gehen würde, in die Stadt Zwillingsulm. Dorthin muss ich reisen, um ihn einzuholen. Ich habe in Fürstin Webs letzte Augenblicke gesehen. Taos hat sie in ihrem Bett getötet. Sie hat ihn jedoch dazu gebracht, zuzugeben, dass er auf dem Weg nach Zwillingsulm war. Ob sie das wohl getan hat, weil sie wusste, was ich sehen würde? Die Fluten haben sich zurückgezogen. Der Pass durch die Sturmwallschlucht ist jetzt frei. Endlich, selbst die Dörfer sind besser als das hier. Und ja, wenn ich gucke, ist gesamte Trutzbucht jetzt gesperrt für mich. Also ich komme nicht mal durchs Tor.
Wenn du die Brücke überquerst, schießt Alok zu dir auf. Die Feuer von Trutzbuch werfen ein zitterndes, flackerndes Licht auf deine Seite. Auf einer Seite seines Gesichts, die andere ist dunkel. Please stop. I need to tell you something. Bitte halt an, ich muss dir etwas erzählen. Sag bloß nicht, dass du noch andere Persönlichkeiten in dir trägst. Mach schon. I have not been entirely honest about my motives for traveling with you up to this point. When I finished my training in Adir, I was introduced to an organization. All I knew was that they were opposed to the unchecked spread of Animancy, and that they could guarantee me postings far away from the Seathwood, my father and his Earl. At that time, it was enough. Ich bin bisher mich dir gegenüber nicht ganz ehrlich gewesen, was meine Gründe angeht, mit dir zu reisen. Als ich meine Ausbildung in dir beendete, wurde ich einer Organisation vorgestellt. Ich wusste nur, dass sie gegen die unkontrollierte Verbreitung der Beseelung waren und dass sie mir Aufgaben weit weg vom Zitwald meinem Vater und seinem Grafen garantierten konnten. Und zu dieser Zeit war mir das genug. In the early years, I thought of them as many things: hooded men, prudent teachers, the leaden key. Their rules were strict, but their guidance was clear. I sincerely believe they wanted to keep Kith from the folly of their own foolish ambitions. I came to the Deerwood a little over a year ago. My orders were to gather information on Animancy in the region. In den Anfangsjahren sah ich sie als viele Dinge. Verhüllte Männer, bedachte Lehrer, den bleibenden Schlüssel. Ihre Regeln waren streng, aber sie gaben einen klaren Weg vor. Ich glaubte fest, dass sie gestandene vor der Torheit ihrer eigenen närrischen Ambitionen bewahren wollten. Er schaut nach unten. Ich bin vor nicht mehr als einem Jahr in den Dürrwald gekommen. Meine Befehle lauteten, Informationen über die Beseelung in der Region zu sammeln. A senior contact met with me every few months to receive my reports and issue new leads. She sent me to Gilded Vale to keep an eye on events surrounding the local lord, but I lost track of her shortly after that. I don't know if she was reassigned, killed or sacrificed, the way you saw. At the time you met me, I'd been on my own for a couple of months. Alle paar Monate traf ich mich mit einer ranghohen Kontaktperson, um meine Berichte abzuliefern und neue Anhaltspunkte zu erhalten. Sie schickte mich nach Goldtal, um ein Auge auf die Ereignisse um den örtlichen Fürsten zu haben, aber kurz danach verlor ich ihre Spur. Ich weiß nicht, ob sie abkommandiert, getötet oder auf die Weise, die du gesehen hast, geopfert wurde. Als wir uns getroffen haben, war ich schon ein paar Monate auf mich allein gestellt. Was wolltest du von mir? Und du dachtest, ich würde ein leichtes Ziel darstellen? Du wusstest, dass ich kommen würde. Ich konnte nicht. Ich war out of contact with my superiors for months. Das hätte ich gar nicht gekonnt. Ich hatte schon monatelang keinen Kontakt mehr mit meinem Vorgesetzten gehabt. I needed some kind of direction. And after that scrape with the locals, I was ready to get out of town. But then you mentioned the hooded figures in the machine. And I was sure you were on the trail of the leaden key. Ich brauchte eine Art Wegweisung. Nach dieser Auseinandersetzung mit den Einheimischen war ich bereit, das Dorf zu verlassen. Dann aber erwähntest du die verhüllten Gestalten und die Maschinen und ich war mir sicher, dass du dem bleibenden Schlüssel auf der Spur warst. And I was correct in a way. What we found wasn't what I expected. I knew the leaden key was trying to stop Animancy, but I didn't realize how far they'd gone. Murder, sabotage, abandoning entire districts to shambling horrors. Now the whole city is up in flames. Und auf gewisse Weise hatte ich auch recht. Was wir aber fanden, hatte ich nicht erwartet. Atme tief ein. Ich wusste, dass der bleierne Schlüssel versuchte, der Beseelung ein Ende zu bereiten. Weil mir war nicht klar, wie weit sie gegangen waren. Mord, Sabotage, ganze Stadtviertel fürchterlichem Schrecken anheimfallen zu lassen. Und jetzt steht die ganze Stadt in Flammen. I'm still not sure about Animancy. But I know I've been following the wrong master. Please, accept my apology. And my service. Let me fight with you to stop Theos. Bezüglich der Beseelung bin ich immer noch nicht sicher, aber ich weiß, dass ich dem falschen Meister gefolgt bin. Bitte akzeptiere meine Entschuldigung und meine Dienste. Lass mich mit dir kämpfen, um Taos aufzuhalten. Entschuldigung akzeptiert, solange du nicht vergisst, wer das Kommando hat. Ab jetzt werde ich dich genau im Auge behalten. Also, ich vergebe dir, aber ich will, dass du neben mir gehst und nicht hinter mir. Ich verlange nicht von dir, dass du einem Herrn gegen einen anderen tauscht. Mit dir bin ich fertig. Du hast für dieselben Leute gearbeitet, die versuchen, mich zu ermorden. Und jetzt glaubst du auch noch, dass ich mich weiter mit dir abgeben würde? Du bist noch verrückter, als ich dachte. Scher dich weg. Wenn ich dich noch einmal sehe, bringe ich dich um. Die drei klingt am besten für einen Paladin. That would be an honor. Das wäre mir eine Ehre. Seine Stimme ist feierlich und ruhig. Dann lass uns gehen.
So, jetzt ziehen wir uns aber erstmal nach Kaer Nora zurück. Gucken mal, was da los ist. Wir müssen uns erstmal sammeln und das ist am besten im Schutz unserer eigenen Festung. Better indeed. So, unser Irrgarten sieht schon mal recht beschaulich aus. Und auch unsere Försterhütte ist jetzt fertig. Ich habe mich geweigert zu zahlen, also haben sie meine Ernte im Brand gesteckt. Als mein Junge sie aufhalten wollte, haben sie ihm einen über den Kopf gezogen. Er lebt, aber er ist nicht mehr richtig im Kopf. Der Junge hatte Glück. Meine Wachen, beide gute Männer, wurden mit dem Schwert erstochen, nachdem sie sich ergeben hatten. Ich habe diesen Verbrechern gezahlt, was sie wollten, aber sie haben dennoch alles genommen. Da ist sie. Eine Frau deutet auf dich und alle Augen in der Menge richten ihre feindseligen Augen auf dich. Was kann ich euch irgendwie helfen? Wir brauchen keine Hilfe, wir wollen einfach nur, dass sie uns in Frieden lassen. Wir wollen Gerechtigkeit. Sprich weiter. Sie haben ihre Männer zu meinem Hof geschickt, um eine Erntesteuer einzutreiben, weil wir angeblich im Rückstand waren. Bei mir war es ein Wegzoll. Ich bereise diesen Weg seit Jahren in beide Richtungen, aber ich habe noch nie von etwas derartigem gehört. Andere in der Menge tragen ähnliche Geschichten. Warum glaubt ihr, dass ich diese Männer geschickt hätte? Das waren nicht meine Männer. Wenn das wieder geschieht, erfolgt es nicht auf meinem Befehl. Das versichere ich euch persönlich. Nehmen wir das Erste. Sie sagten, sie würden auf Befehl der Fürstin von Kaer Nora handeln. Das sind sie. Das waren nicht meine Männer. Wer waren sie dann? Es waren keine einfachen Banditen. Wenn das wieder geschieht, erfolgt es nicht auf meinem Befehl. Das versichere ich euch persönlich. Sagen wir, wir glauben ihnen. Was ist mit dem, was wir verloren haben? Was ist mit meiner Ernte? Und mit meinen Waren und mit den Familien meiner Wachen? Ja, 1000 Kupferpfand. Teilt das unter euch auf. Äußerst großzügig von ihnen, meine Fürstin. Die Bewohner nicken und lächeln und bedanken sich, während sie die Münzen untereinander aufteilen. Prestige der Festung hat sich um 3 erhöht. Ah, wütende Mobs, der unvermeidliche Dorn im Auge einer jeder Herrscherin. Was, Talisa? Was führt sie nach Kaer Nora? Es sind gute Leute, es ist verständlich, dass sie so reagieren. Ich war gnädig dieses Mal, nehmen wir die 2. Ihre Untertanen haben Glück, eine Herrscherin zu haben, welche die mitfühlende Seite des Aales versteht, aber vorerst werden sie warten müssen. Ich habe Neuigkeiten zu Fürst Gadbin. Sprechen wir in der Herrenhalle, wo es keine neugierigen Ohren gibt. Ja, aber erstmal muss ich mich um Banditen kümmern. Genau, um diese Banditen nämlich. Es ist nämlich nur noch ein Tag und 3 Stunden. Dann gehen wir in die Herrenhalle, speichern und da gibt's einen Cut. Dum di di dum di dum di dum. Can't get a good shot with this. Stand together. Stand together. That's it. Stand together. Und ich habe schon wieder Leute verloren. Es waren nicht alle dieses Mal. Also 2 habe ich mindestens verloren. Nämlich meinen Pirscherjäger und den anderen. Den ich jetzt wieder einstellen müsste. Ich glaube, ich sollte die Leute wirklich immer dann einstellen, wenn irgendwelche Überfälle sind und nicht vorher. Aber das würde dann die Sicherheit... Looks a little healthier than before. Oh, Idea hat auch was zu sagen. Ja gut, ja, ich habe 3 Leute verloren.
So, gegen Ende, wenn wir alle Ausbauten haben und nichts zum Kaufen und so haben, können wir ja volle 8 Leute einstellen. Das sollte dann die Sicherheit aufs Maximum bringen. Aber ja, jetzt ist erstmal Speichern angesagt. Also Spielstand Speicher, das wäre jetzt 27. Also Let's Play 027. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.